In diesem Video geht es um den Zusammenhang von zwei der größten Probleme von Hochsensiblen, nämlich Grenzen setzen und Reizüberflutung. Und eigentlich gibt es gar nicht viel dazu zu sagen. Es ist ganz, ganz einfach. Je besser du dich abgrenzen kannst, je mehr du dir auch erlaubst, dich abzugrenzen und Nein zu sagen, desto weniger Reizüberflutung. Weil es ist nicht nur auf der Ebene, wie es mit anderen Menschen ist, also Ebene der Kommunikation, da dich abzugrenzen, sondern in dem Moment, wo du das Gefühl entwickelst, dem näher kommst, ich darf ich sein, ich darf mich abgrenzen, ich darf da sein, ich darf eigene Bedürfnisse haben, umso mehr entstehen deine Grenzen, also umso mehr werden die sichtbar. Weil je mehr du da bist, desto mehr ist deine Grenze da. Also eine Grenze ist ja nichts als ein Übergang von dir zu irgendwas anderem. Wenn du da bist, dann ist auch deine Grenze da. Wenn du nicht da bist, dann nimmt niemand deine Grenzen wahr und rennt einfach drüber. Das liegt dann aber nicht an den Menschen, dass die dir irgendwas Böses wollen. Vielleicht suchen sie sogar nach deinen Grenzen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo du bist und was du willst. Also entweder ich gehe jetzt und wir sind überhaupt nicht mehr im Kontakt, oder ja, du zeigst mir, wo du bist, weil ich habe sonst Angst, dich zu verletzen und das will ich nicht. Ich will ja nicht über deine Grenzen laufen. Also so weit kann das gehen. Das muss es nicht, aber es kann so weit gehen. Ich sag's nur deswegen. Also es kann so weit gehen. Ja. Das ist der ganz, ganz einfache Zusammenhang. Je mehr du weißt, wer du bist, was du willst, je mehr du dir das erlaubst, das zu fühlen, je mehr du dir erlaubst, da zu sein, desto klarer deine Grenzen, desto weniger Reizüberflutung, desto mehr äußert sich Hochsensibilität als eine Stärke, als eine Begabung und desto weniger ist es eine Belastung, desto weniger bringt es Stress mit sich, sondern bringt eher Vorteile mit sich. Zum Beispiel nämlich, dass du mehr wahrnimmst als andere. Ja, quasi wenn jemand blind durch die Gegend läuft, nimmt er weniger auf einem Sinneskanal wahr als du. Das verschafft dir Vorteile. Wenn du mehr hörst als andere, das kann dir andere Vorteile verschaffen. Ist mir ganz wichtig, dieses Anliegen zu vermitteln. Hochsensibilität ist was Tolles, wenn du gelernt hast, damit umzugehen. Wie lernst du das? Lerne dich abzugrenzen, lerne bei dir zu sein. Wenn du magst, kann ich dich gern dabei unterstützen. Du kannst auch mal auf meiner Webseite schauen. Da gibt es ein kostenloses Hörbuch zum Thema Hochsensibilität, auch ein paar kostenlose geführte Meditationen. Und ich habe auch darüber hinaus noch weitere Meditationen, die tiefer gehen und einen Kurs zum Thema Grenzen setzen. Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann, wünsche dir einen wundervollen Tag. Und alles, alles Liebe.